So, da machen wir noch ein paar Fackeln drauf. Okay, gehen wir hier kurz schlafen, wenn es schon geht. Jawohl. Gut, und jetzt kommt das nächste, das ich tun wollte. Och, Entschuldigung, Katze. Ich schieb dich wieder zurück. Ich brauche endlich Lava. Ich möchte auch demnächst in den Nether gehen. Nehme ich mir hier mal so ein Eimerchen. Warte mal. Das Essen, das Essen. Das, was ich ja vorhin jetzt auch gleich mit weggeräumt habe. Meinen Kürbiskuchen nehme ich hier mit. Spitzhacke und ich würde sagen, wir gehen da mal Lava suchen. Gibt's ja nicht, dass ich da keine Lava finde. So da. Aber stimmt, mit Texture-Pack sieht das gleich alles viel besser aus. Wie es sich so umsieht. Wirkt gleich viel besser. So da. Da unten muss doch irgendwo Lava geben, wenn ich da weitergehe. So. Hopp. Soll ich hier weiter graben? Hier? Ich weiß nicht so recht. Schauen wir mal hier rein. Yeah, Redstone. Den nehme ich ja gerne mit. So da. Und Eisen. Sehr schön. Können wir alles brauchen. Jetzt hier unser Lager. Ja, das Texture Pack ist eigentlich noch nicht geeignet für einen Snapshot. Ich habe es mit einem neuen MacBatcher konvertieren lassen. Hat aber auch nur bei diesem Texture Pack funktioniert. Alle anderen, die ich konvertieren lese, waren viele Texturen fehlerhaft oder man hatte teilweise unsichtbare Böden und sowas. Ja, und das ist natürlich schlecht. Das war eigentlich das Einzige, das dann wirklich ging. Hey, Lava! Ich glaub's ja nicht. Und rauch den Kübel. Du sollst mir da meine Fackel nicht wegmachen. Das ist ja wunderbar. Ach du Scheiße. Na, du bist nicht wunderbar, das ist ja auch noch gleich eine Höhle. Ja, mit deinem Stinkefuß, du Benner. Ach du Scheiße, natürlich. Da finde ich Lava. Und wo ist die Lava dran geknöpft? An eine Höhle. Ach, wieso sieht man euch da vorne schon? Wo ist da noch mehr Lava? Okay, hier ist noch mehr Lava. Ach, bist du dämlich. Ja, das war dämlich. Gesetzt.
das hier zumachen. Was ist hier los? Ah, okay. Ja, zum Glück nicht so eine große Höhle. Aber wir haben Gold. Wie? Nur ein Block? Ah, tatsächlich. Na, schade. Gut. Aber Kohle haben wir ja auch. So, gehen wir da wieder vor zur Lava. Hier ist auch noch Kohle. Na wunderbar. Was will man mehr? Aha, schon wieder so ein riesiges Kohlevorkommen. So, jetzt kann ich euch dann auch zeigen, wie ich immer Lava abbaue. So, haben wir hier mal einen Block raus. Dann mache ich da das Wasser rein. Und falls jetzt unter diesem Obsidian-Block, den ich abbaue, auch Lava ist, rinnt das Wasser sofort rein. Es wird gleich Obsidian raus und mein abgebautes Obsidian würde nicht verbrennen. Also so hat man dann mal 99,9% Sicherheit, dass die Items überleben. So, jetzt baue ich hier einfach alles ab. Zack, gesehen. Und der Block filmt hier in der Ecke. Nichts ist passiert. So, da. Ja, wäre es fast nicht schlecht gewesen, wenn ich Effizienz auch noch drauf gewesen wäre auf der Spitzhacke. Dann wird das noch ein bisschen schneller gehen. Aber naja. Wir wollen ja nicht gierig werden. Behutsamkeit war schon mal voll in Ordnung. So, so Wasser kurz abfließen lassen. So, neu rein. Gut, weiter geht's. Ja, fürs Portal brauchen wir dann 14, genau. Dann je 8 für eine Endertruhe, also nochmal 16 dazu. Also bräuchte ich mindestens 30 Blöcke jetzt. Okay, aber ich glaube, ich habe nur eine Enderperle. Aber was wir haben, haben wir schon dann. So, da. Ja, wenn ich hier abbaue, kann ich erzählen, was ich hier so als nächstes vorhabe. Also nicht nur in Minecraft, sondern allgemein auf meinem Channel, was so passieren soll. Das ist mir irgendwie da ein bisschen zu dunkel. Ich werde demnächst eh so ein kleines Infovideo rausbringen, was ich so machen werde. Also nach dem Zelda Let's Play, das ja jetzt eigentlich nicht mehr allzu lang gehen sollte, also ich schätze mal so 10, höchstens 15 Parts, wenn überhaupt, da werde ich dann Illusion of Time machen, auch von Super Nintendo. Am 21. März oder am 23. März irgendwie so kommt ja dann das neue Bioshock raus, also Bioshock Infinite. Und komisch, dass der jetzt trotzdem verbrannt ist. Interessant. Alles voll Wasser. Das werde ich mir auch holen. Weil da warte ich ja wirklich schon lange drauf. Das werde ich dann auch let's playen. Ups, das war blöd. Na egal. Ja, da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf.
Ja, nebenbei läuft dann eh noch Minecraft weiter und was dann wirklich nach Illusion of Time kommen sollte. Okay, das weiß ich noch gar nicht so richtig. Ja, ich arbeite auch schon fest an ein Intro, damit ich da auch mal irgendwas vors Video setzen kann. Ja, da ich davor nie wirklich oft so wie mit Programmen wie Photoshop und sowas gearbeitet habe, ja, muss ich mich dann natürlich erst einarbeiten. Wird also noch ein bisschen dauern. Ja, das mit der Musik habe ich ja vorhin schon erwähnt. Da bin ich auch dabei, dass ich da eine größere Playlist zusammenstellen kann, weil so wie die Minecraft-Musik ist, ich glaube, die ganze Playlist der Minecraft-Musik dauert, glaube ich, nur 35 Minuten oder so. Wie viel habe ich denn? 17. Also es ist nicht wirklich so extrem lang. Hopp, da will ich rein. Ja, Intro, Outro eventuell auch. Überlege ich gerade. Ja, genau. Zum Bioshock-Spiel werde ich mir dann auch einen neuen Rechner holen, weil meiner schon in die Jahre gekommen ist. Und ich natürlich das Spiel in einer sehr guten Qualität anbieten will und ja, ich hätte selber keine Freude dran, wenn ich das dann irgendwie mit minimalen Details oder sowas spielen müsste. Und ja, werde ich mir dann einen neuen Rechner besorgen. Auf Wunsch kann ich dann gerne auch die PC-Daten rausgeben, falls das irgendwen interessiert. Ich habe mich dann auch schon umgesehen, wegen einem Forum oder Website, wie was genau. Ich muss sagen, damit habe ich auch nie wirklich viel zu tun gehabt, mich selbst befasst. Da muss ich mich auch irgendwie mehr reinlesen, arbeiten. Ja, wo kann ich die Seite hosten lassen und so? Wie viele vielleicht schon vermutet haben oder was man dann auch auf meinem Kanal sehen kann. Ich bin ja aus Österreich. Hört man vielleicht auch. Jetzt überlege ich gerade, wegen der Website-Änderung, ob ich da .de nehme oder .com. Keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich .com nehmen. Ich habe auch zuerst überlegt, eine österreichische Domain nehmen, also .at. Ja, ist halt die Frage, dadurch, dass ja Deutschland wirklich doch um einiges größer ist und so, ob das dann auch gefunden wird oder so, und ja, muss ich mir noch genau überlegen. Interessant, normal hättest du darüber fließen müssen. Naja. Echt sehr seltsam gewesen gerade. Ja, will ich dann euch auch ein Forum anbieten. Da würde ich mich dann auch leichter tun, wenn ich irgendwie Umfragen starte, weil ich habe eh schon überlegt, wie ich das machen soll über Kommentare. Es ist ein bisschen schwierig, also über Kommentar oder Umfrage machen ist ja ein bisschen umständlich, finde ich. So. Wie sieht es denn aus? 25. Ach, da ist das Wasser drin. Fließ mal ab. Ich nehme mir dann ganzes Zeug mal. So, du kommst hier auch weg, 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 weg. So, schauen wir uns das da mal an. Oh, ich sag's, geht die Lava doch ein bisschen weiter rein als gedacht. Finde ich gut. So, da unten scheint auch Lava gewesen zu sein. So. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Bioshock werde ich machen.
und dann Grooving of Time, die Website, Playlist arbeite ich, Intro, Outro. Ja, okay, okay, ich glaube, das war's für den Ganzen, grob im Ganzen mal. So, dann überlege ich auch, wie ich noch Werbung machen könnte für meinen Channel. Weiß nicht, dass er bekannter wird. Da dachte ich, ja, vielleicht könnt ihr mir da helfen, dass ihr mich vielleicht euren Freunden, Bekannten und so weiterempfiehlt. Vielleicht haben die auch Lust, da mal reinzuschauen. Gefällt den Videos auch. Es wäre auch nett, wenn ihr dann irgendwie, weiß nicht, auf Facebook oder sonst irgendwo die meine Videos auch teilen könntet. Also ist jetzt kein Muss. Ist alles rein freiwillig. Damit ich dann meine Let's Plays auch einem größeren Publikum anbieten kann und ja. Wäre auch nicht schlecht, eine größere Community dann zu haben. So. Was sammle ich noch? Ich weiß ja dann eh, wo das Obsidian hier ist. Den Block da hinten auch noch. Ich will ja nicht, dass ihr mir jetzt hier 10 Folgen lang zuseht, wie ich Obsidian abbaue. Okay. So, jetzt sollte ich hier über 30 haben.